dem Adler. Ich habe noch nie gesehen, dass ich die bewege. Ja, ich kann dir doch das auf dem Computer zeigen in Zeitraffer. Ich sag, du merkst gar nicht, dass du schon wieder die ganzen Erklärungsmodelle von Raum und Zeit mit moderner Technik setzt. Mach die mal komplett weg, wie willst du denn dann auffallen? Und das Ego versucht dann mit Sternschnuppen, aber da sehe ich doch, dass ich das bewege. Ich sag, du merkst gar nicht, dass du mit aller Gewalt versuchst, diesen Schwachsinn am Leben zu erhalten. Bis hin den größten Schwachsinn, das, was du zu sein glaubst, den Trockennasnaffen. Obwohl dir doch eigentlich dein Wissen schon vorschreibt, dass ich das Säugling auflösen muss, dass er Schulkind war, das Schulkind muss ich auflösen. Das wirst du nicht aufhalten können. Kein Schulmediziner, nichts. Die verlängern dein Sterben und verdienen einen Haufen Geld damit. Keine Kritik an die Beschreibung. Immer dran denken, ich habe den Führerscheinprüfungsbogen entwickelt. Ich habe mir was gedacht bei dem Fehler. Ich muss mich bloß fragen, bloß wie viel Scheißdreck muss ich dir noch einspielen, bis du merkst, dass das alles bewusst erschaffene Fehler sind. Allen voran in der Politik oder in der Elite der Welt. Eine Verlogenheit, eine Heuchelei bis zum Es geht nicht mehr. Keine Schuldzuweisung. Du weißt, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorwurf, dass er so ist, wie ich ihn mir ausdenke. Und ich denke mir keine Kisten aus, die ich frage, weißt du das? Na, aber ich kenne das doch mal. Ich bin eine andere Kiste. Du kannst das machen, wie du das willst. Ja, und deswegen denke ich mir eben so einen pfiffigen Kuss wie du, damit die mir Fragen beantwortet, die ich mir nicht beantworten kann. Und dann stelle ich denen die Fragen und dann kriege ich die Antwort nicht so, wie ich habe mal gesagt, ich bin eigentlich die F1-Taste. Ich bin immer sehr geschickt, dich nicht zu programmieren. Das machen andere Menschen. Ich will dich freimachen. Das heißt, ich muss dir jegliche Form von Substanz, wo du dich festhältst, muss ich dir wegziehen. Dann bist du voll in der Schwebe, bist du voll frei. Dann bleibt nichts. Ich habe dann ist nichts. Das ist mein Beispiel mit dem Klettband. Ich reiß ja trotzdem als erstes da. Einer, du. Ja, eben. Und vor ich denke mir jetzt zum Beispiel also du, ein Buch, der mich jetzt oder ich denke mir eine Person oder irgendwas, irgendein Reiz. Du bist Reiz. Immer eins davor. Ja. Ja. Du bist als Denker, aber jetzt einer, den du dir ausdenkst, selber denken kann. Das hängt wieder davon ab, was du glaubst. Es wird für dich so sein, du kannst aber trotzdem nicht. Du kannst dir jetzt denken, dass wenn du einen mit dem Hammer auf die Hand hast, dass der was spürt, dann ist es für dich so, aber nicht für den, der sich auf die Hand haut. Der wird auch so reagieren, weil es ist wie ein Konstrukt, es ist wie eine Animation, es ist ein reines Programm. Der Gedanke von sich selbst kann nichts fühlen, nichts spüren, Beispiel, gar nichts. Es gibt gar nichts. Ein Gedanke ist einfach nur, solange du ihn denkst und dann ist er weg und er ist so, wie du in dir denkst. Jeden Gedanken, den du denkst, das gilt auch für Trockennasenaffen, das gilt für Regenwürmer, egal was du denkst für Computer, es wird so sein, wie du dir das denkst, für den, der sich's denkt. Ich könnte in dem Moment die Welt völlig so gestalten. Das, nein, du könntest nicht nur, du kannst. Ich kann. Zumindest wenn du ich bist. Aber Moment, dann bist du noch in einer Entwicklungsphase, ein träumender Geist, ja, das ist relativ. Das ist, der Witz ist bloß, dass jetzt deine Umgestaltung, dass in dem Moment, wo du die Fähigkeit hast, alles zu verändern. Ich habe einen schönen Satz, pass auf, ich rede jetzt einmal rein als Udo, Udo-Programm. Es gibt nichts, wirklich nichts, und das würde ich jetzt jederzeit, wenn man jetzt so Instanz hat, Gott hat, du weißt, ich bin sehr allergisch, wenn man Meinheit schwört. Ich sage, dein Problem ist 99,9% deines Wissens, wenn du das beschwörst, wirst du meineidig. Weil du was nachflabberst, was man nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Und die Überprüfungen, wie die Naturwissenschaft, wenn der Professor Zellinger in Wien sagt, ich zeige euch die Verschwenkung, kommt zu mir nach Wien, dann zeige ich euch das. Das ist wie unser Gassner, der das Photon auf dem Bildschirm zeigt. Das sind wahnsinnig. Die merken nicht mal, was wirklich, wie sagt der Jesus, ihr Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Ihr hört Dinge, die ihr überhaupt nicht hört. Jetzt ist ganz interessant, wenn du kannst jetzt sagen, ich höre ja den Udo. Aber wie sieht es aus, wenn du jetzt der bist, der vom Computer sitzt und sich dieses Video anschaut? Hört er dann auch den Udo? Der hört einen Lautsprecher. Der sagt aber auch, ich höre den Udo. Wer bist du jetzt? Du kannst beide sein. Du kannst jetzt der sein, der den Udo hört, weil ich real eine sinnlich wahrgenommene Information bin und dann kippt es um und auch jetzt hörst du dir die Aufnahme an und dann bin ich bloß ein Pixelmännchen. Das, was du siehst, sind deine Informationen und die Definitionen, wo du dich wieder hindenkst, jetzt, aber du denkst dich immer jetzt. Wenn du an dich denkst, denkst du jetzt. Bist du jetzt in Fiegenstaud, oder sitzt du jetzt vom Computer und hörst dir diese Aufnahme an. Es ist alles jetzt. Die ganzen Bücher im Bücherregal sind jetzt, die Seiten, die Worte und jedes Wort sprichst du jetzt aus. Das haben wir tausendmal durchgehauen. Das ist das, was ist. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Da haben die Esos keine Ahnung davon in ihrer Vorstellung. Weil sie zwanghaft doch immer noch raumzeitlich machen. Nein, weil es einfach nur Gedanken sind. Das ist eine Widerspiegelung deines eigenen Glaubens. Und wenn du den bei dir richtig stellst, und das ist eine Vervollkommnung, dass ich immer wieder sage, der Unterschied bei Holofeeling, was ich jetzt verbessern nenne, ist nicht irgendwas Schlechtes wegmachen und dafür was Besseres zu kriegen, sondern alles, was schon da ist, gehört zum Heiligen Ganzen und mir vervollkommnen das, die Geschichte mit dem Haar,
wo man den Buchstaben zu einem Wort macht. Und in dem Moment, wo ich das Wort Haus habe als Beispiel, habe ich an dem H, an meinem alten Wissen überhaupt nichts verändert, wenn das ein Wissenskomplex ist. Ich habe vollkommen Neues hinzugefügt. Es gibt keine Menschen, die irgendwas vollkommen Neues will, die streben alle Einseitigkeiten an. Alle Philosophen, alle Politiker, alle Mediziner, ihr strebt Einseitigkeiten an, weil ihr meint, das ist das Himmelreich. Selbst die ins Himmelreich wollen, die Moslems mit ihren 72 Jungfrauen, die wollen aus der Hölle raus. Einseitigkeit. Ich weise immer wieder auf die Wurzel hin, mit den zwei Ergebnissen, auch bei der Quadratzahl dann. Das ist ja nur die Spiegelung davon. Dass ich, das sind, ihr seid die Idioten, die Formeln, die Einstein-Formel, wo die schöne Wurzel dich schon anlacht, in der Lorentz-Transformation, das sind Menschen, der negative Wert hat keine praktische Bedeutung. Ich stehe jetzt auf der Spitze eines Berges, das Tal um mich herum hat keine praktische Bedeutung. Ich bin in meinem Haus, das Außen hat keine praktische Bedeutung. Ich bin jetzt unten, das Oben hat keine praktische Bedeutung. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Warst du jetzt die ganze Zeit unten oder oben? Wenn du das eine nicht denkst, ist das andere auch nicht. Das Prinzip muss man verstanden haben. Es gibt keine Stille ohne Lärm. Und du machst halt immer dann zeitlich verschoben. Und das hört man, das ist irgendwie logisch, aber deine Logik in deinem Alltag, das muss langsam in dich reinsickern. Also mach dort das Leben maßgeschneidert ist, lass das weiterlaufen. Und ich würde gern, wie gesagt, andere Sachen erzählen, aber bevor das nicht wirklich absolut installiert ist, ist alles andere unsinnig. Da kannst du dann Wörter auffächern, das ist eine schöne Spielerei. Dann wirst du vielleicht merken, dass da schöne Zufälle gibt, wenn wir da ins Detail gehen. Da sind überhaupt keine Zufälle. Das ist bis ins allerkleinste Detail ist das arithmetisch aufgebaut, eine lückenlose Kette, die in sich geschlossen ist. Und das kann man dann auch überprüfen. Und da wirst du immer wieder weggehen, dieser Wahn mit Geld, mit Kapitalismus. Und nochmal, ich sage jetzt nicht, dass der schlecht ist, wenn er nicht wichtig wäre, hätte ich ihn nicht erschaffen. Aber dieses Denken ist so eine Entgeistigung der Menschheit mittlerweile und alle, die meinen, die sind besonders gescheit, um sich selber entmächtigt. Weil alle rennen diesen Trends nach, diese Anpassung, wo ich immer ein Zungenpiercing-Beispiel schon sage. Ich will Zungenpiercing, du passt dich permanent an. Alle, die in die Smartphones reinglotzen, ich bin nicht gegen Smartphones. Es ist nur noch, die glotzen jetzt eigentlich nur, die sind sowas vor in einen Kreis von Interessen, wo jeder eingesperrt ist und wohlgemerkt, das sind jetzt Figuren, die mir denken, die gar nicht existieren, wenn wir sie nicht denken. Wir verfügen über das Bewusstsein, dass mir nicht so niemand, der jetzt in unserem Traum auftaucht, vorwirft, dass wir ihn uns ausdenken. Und zwar so, wie wir uns den ausdenken. Wie wahnsinnig ist einer, der sich was denkt und meint, das, was er denkt, hätte er eigene Meinung. Deine Gedanken haben keine eigene Meinung, die sind so, wie sie von dir gedacht waren. Sind nicht alle Politiker, alle Schauspieler, die du vielleicht bewunderst, Geschöpfe von dir selbst? Das ist hundertprozentig sicher, dass das jetzt der Fall ist. Du kannst nur immer merken, wie der Zweite sich in dir aufbäumt. Ob du einen Guru bewunderst, egal was, ich sage immer wieder, wenn schon manche sagen, dieser Guru aus Weisung, ich bin ein Anti-Guru-Guru. Du kannst dich so amüsieren, wenn du das merkst, wie die rezitieren. Es gibt dann durchaus Menschen, wo du merkst, dass Weisheit durchdringt. Aber die sind dann ganz eigenartig wieder relativ normal. Sehr, wenn du jetzt vorträgst, bleiben trotzdem Gedanken. Wenn die Toni Börsen fällt mir jetzt zum Beispiel ein, wenn du dir mal Videos von denen anschaust, ist nur Englisch, oder Karl Renz, der Karl, ein knuffiges Kerlchen, da sage ich, wenn es den jetzt geben sollte mit dem eigenen das Karl-Programm, der hat zumindest das Wesentliche verstanden. Und der spielt auch seine Rolle. Da merkst du mal mit einer riesen Langweile, wo er die ESO-Köpfe bespaßt, was ihn einfach annetzt. Das wirkliche, tiefere Sinn, der hat nur das Wesentliche verstanden. Das, was mir jetzt wichtig wäre, dass du verstehst. Dieses Nichts, das du selbst bist. Da gibt es etliche. Aber die meisten reden in der Öffentlichkeit gar nicht auf. Was du auch immer unter Öffentlichkeit verstehst. Muss ich mir selber einen Stress machen? Für was? Wen retten zu wollen, einen Gedanken von mir retten zu wollen? Es klingt so unendlich lieblos und hart. Nee, das ist die Liebe. Du wirst merken, das dreht sich noch absolut um. Kannst du einen Gedanken von dir retten? Die Menschheit, was ist die Menschheit jetzt? Ein Wort. Du hörst jetzt Geräusche, schau dir den letzten Blindfeld-Vortrag an und das wird die Maßsetzung deines Intellekts zur Vorstellung aufwerfen. 7 Milliarden sterbliche Trockenausnahme von einer Kugel, die sich um die Erde rumdreht. Was willst du da retten? Das ist schon weg, wenn du es nochmal denkst. Gesehen hast du das nie und du wirst es auch nie zu sehen bekommen auf deiner Vorabrille. Weil du 7 Milliarden Menschen gar nicht denken kannst, sehen kannst. Du kannst die denken. Eine Vorstellung.
Du kannst dir zur Erdkugel denken. Du kannst dir an Fußball denken. Ausdenken. Aber ist jetzt der reine Gedanke Erdkugel größer und schwerer wie der Gedanke an den Fußball? Das, was jetzt ist, ist ein Gedanke. Ich rede nicht von der Vorstellung, die du dir vor dich hinstellst, die du dir ausdenkst. Das, was jetzt da ist, ist ein Gedanke, eine reine Information. Du wirst irgendwann einmal merken, wenn das auf deiner Farbbrille auftaucht und du siehst das Ding im illusionären virtuellen Raum vor dir, ist es nichts anderes. Es ist genauso eine Information. Und dann kannst du jetzt wieder in Fachleuten reingehen und die erklären dir dann neurologisch, was da in deinem Kopf abgeht. Und immer nur raumzeitlich. Selbst die größten Neurologen, alles, die sind diesem Wahn verfallen, dass sie meinen, am Anfang war das Gehirn. Das sich wiederum auch bloß aus irgendwelchen anderen Gedanken entwickelt hat. Es ist des Denkens nicht würdig. Spätestens, wenn du das einmal ablegst, wirst du frei. Und wenn du dich dann leer gemacht hast, kann ich dir ein neues Programm aufspielen. Und du hast da nichts zu tun, das passiert vollkommen von alleine. So wie ein Säugling zu einem Greis wird, sich ständig verwandelt, das Einzige, du meinst dann löst du dich auf. Aber du hast dich doch schon immer aufgelöst, das, was du zu sein glaubst. Es hat ja nie als Säugling begonnen. Zumindest hast du keine Erinnerung dran. Dann kam wieder sofort wieder eine, kann dir doch ein Bild von mir zeigen. Das bin ich als Baby. Ist doch unheimlich logisch, aber du hast überhaupt nicht zugehört. Du hast überhaupt nicht zugehört, was weiß ich meinen? Das ist so hartnäckig. Das ist, wenn du das einmal durchblickst, dann verwandelt sich alles. Kopfgeburt. Und darum sage ich zuerst einmal, spielt deine Rolle nochmal und du wirst mal mit Holofeeling kommen wir in einen riesen Konflikt, abhängig davon, was für einen Job man zur Zeit hat. Völlig klar. Ich sage immer, da fühlst du dich richtig gut. Und da bin ich jetzt aber im Weggang als Udo, weil ich immer wenn aushole, weil ich genau werden will, dass ich jetzt nochmal als Udo sage, es gibt nichts, überhaupt nichts, das würde ich vor jedem Gott beschwören. Jetzt rede ich als ganz normaler Brösel, es gibt nichts, was mir für Geld kaufen kann, was ich haben möchte. Ich bin wirklich absolut wunschlos glücklich. Absolut wunschlos glücklich. Ich habe viele Kleinigkeiten, wenn ich jetzt mal einen Dampfer nehme, den wenn du mir wegnimmst, ist mir so wurscht, als ob ich in China Vorrat umfällt. Wo ist er? Habe ich keinen Zucht? Nein, habe ich meistens auch nicht dabei. Ich freue mich dran, wenn er da ist, aber wenn er nicht da ist, bin ich genauso glücklich. Und ich sage immer wieder, wenn ich jetzt den nächsten Schritt gehe, das habe ich oft gesagt, dass man jetzt, wie man sich Gott vorstellt, dass ich mit einem Wimpernschlag irgendwas verändern könnte. Ich wüsste nicht, was ich besser machen soll. Wenn du verstanden hast, wie die Schöpfung wirklich funktioniert, wie ich die mit Holofeeling beschreibe, da gibt es nichts. Du wirst nichts finden, was man besser machen kann, wenn du das ganzheitlich siehst. Wenn du was besser machen willst, wirst du schon mit in der Einseitigkeit. Die Vervollkommnung ist was ganz was anderes. Und das, was man Moral nennt oder in Partnerschaften, das ist so ein Spiel, das du mit dir selber spielst, wo du merkst, du hast so einen Einfluss. Das Leid, das du als Geist verspürst, wird wirklich einzig und allein durch dein eigenes Interpretations- und Wertesystem erzeugt. Niemals durch die Reizauslöser. Könnte ich jetzt genügend Beispiele bringen. Und dann werde ich merken wieder, und wenn du willst, dann treten wieder ja Aber-Sache in dir auf und die kannst dann gleich lassen. Das ist so sinnlos. Ich mache wieder jetzt, wie PC gerade gesagt hat, wie du das einmal vor vielen Jahren im Adler organisiert hast. Wo ich noch sage, ich kann jeden Einzelnen so aus der Fassung bringen, du musst bloß auf die richtigen Knöpfe drücken. Und dann werden die ja so leicht, bringen wir mich nicht aus der Fassung. Weißt du, wieso er abgestürzt ist? Weil ich behauptet habe, dass ich noch nie gesehen habe, dass sich die Sonne bewegt. Und ich habe ihn gefragt, ob er es schon mal gesehen hat. Ich bin hochschau, ich sehe die, die steht im Osten, die steht im Süden, die steht im Westen, aber ich habe noch nie gesehen. Dann kommt dann, ja, wenn du in der Karibik bist, dann sieht man das doch, wenn die groß am Äquator. Ich sage, du merkst gar nicht, dass du mit aller Gewalt nicht zuhören willst, du willst deinen Glauben am Leben halten. Und dann habe ich dann nachgegeben, dass ich so, okay, wenn du das siehst, ich habe noch nie gesehen, dass sich Sterne bewegen. Ich kenne die ganzen Konstrukte, mir ist das alles klar, ich kann das auf dem Computer in einem Planetarium laufen lassen, habe ich auf dem Computer drauf. Aber das, was ich sehe, sind nicht die Sterne. Wenn ich die jetzt auf meiner VR-Brille habe, dann stehen die wie eine Eins, da kann ich hochklatzen, so viel ich will. Oder wenn ich mal gesagt habe, die Stunden zeige ich bei mir in der Küche an der Uhr. Das ist, wenn ich den anschaue, steht ja. Und da weißt du natürlich, viele Sachen, wenn du merkst, wieder Widersprüche finden in der Physik, was denen gar nicht bewusst ist. Aber wie soll dir einen von dir ausgedachten Menschen irgendwas bewusst sein, wenn du dir das nicht denkst, dass er es weiß? Mhm. Du kannst nur schauen, wie sie zurzeit in dir auftauchen. Das ist nämlich Tierchen gucken. Was sie äußern. Ich wollte im Blindfeld, habe ich ja etliche Hochschulvorlesungen mir rausgesucht, dass du wirklich einmal merkst, mit dem Stand, wo ich jetzt im BZ oder der Karin zuspreche, diesen Programmen, Wertesystemen, dass du wirklich nach 3 Minuten ausschalten musst, weil du merkst, dass die nur Scheiße daherlabern. Das hat jetzt aber nichts mit Arroganz zu tun oder mit einer Wertung zu tun, sondern dass die sich fast in jedem Wort selber widersprechen und nur immer auf
anerzogenes Wissen, der hat entdeckt, der hat das entdeckt und ihr wird sofort bewusst, dass man das nicht einmal, was der angeblich entdeckt hat, nicht einmal entdecken könnte, wenn man wollte. Das wird dann so offensichtlich. Das sind so diese Fehler, wo ich sage, die dich anschreien in den ganzen Büchern. Dann kannst du jetzt im Internet rumwühlen und dann machen wir die Zeitgeschichte und dann liest du plötzlich von einem Professor, der behauptet, uns fällen in der Zeitrechnung 400 oder 500 Jahren, weil sie am Karl den Großen überhaupt nicht gegeben hat. Ein hochdotierter Geschichtsprofessor. Das ist natürlich plötzlich, wenn du einen Gegner hast, die werden dir dann erklären, dass das gar nicht der Fall ist. Sagen wir jetzt bei der Klimadebatte. Da können die tausendmal sagen hier, da gibt es so und so viele Professoren, sogar Nobelpreisträger, die das Gegenteil behaupten. Das ist sowieso, die kannst du vergessen. Du merkst, wenn einer eine Meinung hat, dann ist alles andere, was seiner Meinung widerspricht, falsch. Das ist wie ein Computer, der Basic hat und egal was nicht Basic ist, ist verkehrt. Ob das eine Windows-Datei, eine Linux-Datei ist, es ist einfach verkehrt, weil es unlogisch ist. In dieser Primitivität hängt praktisch nahezu alles an Menschen, was du dir ausdenkst. Das kannst du ganz leicht überprüfen. Ich nenne das Geistlosigkeit. Jetzt können wir das losgemachten Geist nennen. Hat jetzt ein Stein einen Geist? Wenn dann nicht sagen, das ist ja alles Geist. Ich sage, nein, das ist nicht alles Geist. Und dann doch wieder. Ist jetzt eine Tasse ein Porzellan oder ist kein Porzellan? Ich sage, deine Tasse besteht aus Porzellan, aber die reine Form der Tasse ist kein Porzellan. Ein feiner Unterschied. Ist jetzt das Glas aus Glas? Da kann ich jetzt noch sagen, das Material ist Glas und es hat die Form von Glas. Ich kann da aus demselben Glas auch andere Christbaumkugel machen. Die Form ist was anderes wie die Substanz. Der Denker ist was anderes wie ein Gedanke. Der Denker ist nämlich immer im Meer und die Gedanken sind Gedankenwellen. Das ist eine ständige, meine 200 Gramm rote Knete. Und das ist die Einstein-Formel. Der große Einstein hat die Kreisformel neu hingeschrieben. Insider verstehen den Witz. Es ist nicht mehr. Und das sind Winkelfunktionen. Und sobald ich aus dem Einheitskreis rausgehe und konstruiere mir meine Sinuswelle, dann habe ich schon die Vorstellung von Raum und Zeit. Obwohl ich im Einheitskreis schon sehe, dass also das alles jetzt ist. Das ist. Man muss sich nur interessieren dafür. Und jetzt kommt das Schöne an Holo-Feeling, dass ich immer wieder betone, du wirst von mir nie hören, wenn du, egal was du behauptest, dass das nicht stimmt. Jeder hat recht. Das heißt, wenn einer mit mir diskutieren will, hat er nicht zugehört. Ich bin nicht in dir aufgetaucht, um dir zu erklären, dass das, was du glaubst, nicht stimmt. Du merkst doch, dass es richtig ist, zumindest für dich. Das heißt, du hast eine gewisse Logik und die erzeugt dieses Gefühl in dir, dass das stimmt, dass das richtig ist. Aber es ist nur eine Perspektive. Und dann habe ich die Sache, wenn du jetzt behauptest, eine Wohnung ist eine Küche, dann so, es stimmt ja ein bisschen, aber dir fehlen etliche andere Zimmer. Ein Auto ist ein Benzinschlauch. Stimmt ein bisschen. Das ist das, was die nie erfahren werden, das höhere Ganze. Europa besteht aus vielen verschiedenen Ländern. Aber die Schwierigkeit ist, wenn du die jetzt gleichschalten willst und willst ein großes Ganzes draus machen, dann musst du wie in einem Körper die Körperglieder, es macht keinen Sinn, wenn ich sage, die Länder sind die Augen, das ist was zum Sehen da, was zum Hören da, was zum Schmecken da. Das muss das bleiben, was es ist, wenn du einen Körper draus machst. Sobald du das gleichschaltest und du verlangst, dass die Augen zum Hören anfangen und die Ohren zum Schmecken anfangen und die Zunge zum Hören anfängt oder zum Sehen anfängt, funktioniert das nicht mehr. Aber darum geht es sowieso nicht. Es geht um primitive Machtstrukturen innerhalb dieses Führerscheinprüfungsbogens, die gar nicht existieren, diese Fehler, wenn du aus der Fahrschule draußen bist. Das ist wichtig. Das heißt, die sind bewusst erschaffen. Und da ist ja nichts verkehrt gelaufen. Aber das Spiel spielst du alleine. Punkt. Das ist wichtig. Du meine ich jetzt den, der mich jetzt ausdenkt. Den, der immer ist. Danke. Die dürfen wir jetzt nochmal Negerköpfe nennen, ne? Das ist politisch nicht korrekt. Ja, das ist auch das mit der Sprache, was abgeht, das ist so krank. Das ist so unendlich krank, dass dir das immer mehr und du kannst nichts. Und jetzt regst du dich drüber auf. Ich sag, du siehst einen Fehler, den ich von aller Weile anschreibe und du regst dich drüber auf. In der Führerscheinprüfung, wenn du einen Fehler siehst, freust du dich, machst dir Häkchen und blätterst um. Was passiert, wenn du umgeblättert hast, dann denkst du nochmal dran, dann ist es vom Tisch. Aber dazu muss man loslassen können. Lieblingsspruch vom Udo zur Zeit, lerne das loslassen, dann hast du zwei Hände frei für was Neues. Und die Menschen können nicht loslassen. Ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich muss doch. Wenn dir das Leben einen Tritt verpasst, nutze den Schwung, um voranzukommen. Genau so ist es.